Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im LS19 unterwegs. Ja, wir werden heute Feld, oder besser gesagt Wiese 4 Main. Genau, dazu fahren wir jetzt erstmal hin. Zu Wiese 4. Wir fahren heute mal wieder mit dem Fendt. Die letzten Videos sind wir immer mit dem Class Traktor gefahren. Jetzt fahren wir mal wieder mit dem Fendt. Genau. Dazu muss ich jetzt aber erstmal, okay, wir müssen hier, glaube ich, fahren, ja, genau hier. Da werden wir jetzt das Feld mähen und ich hoffe, damit wir das auch noch beim Pressen können und so weiter, damit wir das alles schaffen. Da, uiuiui, da müssen wir ein bisschen zurück. Dann müssen wir mal aufmachen. Okay, das geht sowieso nach außen auf. So, dann müssen wir jetzt irgendwie hinterkommen. Ich fahre jetzt einfach mal so hinter. Ist zwar nicht der richtige Weg, aber ich weiß nicht. Ah doch, das ist. Nee, ist kein Weg. Keine Ahnung, wo der Weg ist. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einfach so hinter. Dann können wir das vordere schon mal ausklappen und das hintere klappen wir auch schon mal aus. Und dann können wir eigentlich schon gleich anfangen. Fahren noch dahinter. So. Dann einmal drehen. Und dann anfangen zu mähen. Oh, so, jetzt das. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da rüber mähen können. Okay, los bis dahin. Dann fahren wir ein bisschen rein. Und mähen mal. So. Da schön am Feld entlang mähen. So. Dann müssen wir hier unten drehen mal. Da sieht man eine Stelle, die habe ich aus Versehen eine angesetzt. Das muss ich mal noch ja, ändern. Damit wir das nicht mehr ansehen. Also Gras wieder ansehen wird. Aber wir mähen jetzt erstmal weiter. Wir fahren schöne Kurven rum. So. Dann können wir wieder hochfahren. Und nicht zu nah am Zaun fahren. Bisschen näher können wir aber schon noch ran. So. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, aber Fortnite und Apple, ja, fighten gerade sozusagen gegeneinander. Wer das noch nicht mitbekommen hat, kann gerne, das Video am Samstag anschauen, genau, am Samstag. Da habe ich ein Video hochgeladen, wo ich das erklärt habe, was da zurzeit zwischen den beiden abgeht. Genau, das könnt ihr euch einfach mal gerne anschauen, wenn ihr noch nicht richtig Bescheid wisst, was da abgeht. Genau. Ansonsten mähen wir jetzt noch fertig. Dann schwaden wir. Und dann pressen wir Ballen. Genau. So ist der Plan für dieses Video jetzt. Könnte sein, damit das Video länger wird wie die anderen LS Videos sonst. Ja. Und wenn ihr das Video seht, bin ich auch im Urlaub.
Also da bin ich dann nicht daheim. Genau. So. Ja, ich bin jetzt bis Mittwoch im Urlaub. Am Donnerstag komme ich wieder heim. Genau, ich habe die Videos schon vorproduziert. Ja, da kommen ETS-Videos. Habe ich schon aufgenommen. Jetzt, das Video ist das letzte, wo ich jetzt aufnehme. Halt noch vorproduziere, genau. Die anderen Videos kommen wie immer um 16 Uhr. Hat sich nichts verändert so. Ich bin halt bloß nicht zu Hause. So. Dann haben wir das Feld jetzt gleich fertig gemäht. So. Ja, ich denke, das Video wird jetzt so 30 Minuten lang oder so. Also länger wie sonst die anderen Videos. Weil ja, ist trotzdem ein großes Feld. Ein langes Feld von allem. So. Dann noch einmal drüber. Dann einmal ausschalten. Und zusammenklappen. Genauso wie der Sack auch. So. Ah, da ist der Weg zum Feld. Dann haben wir den auch jetzt gefunden. Dann einmal rechts hoch. Und dann hier rein. So. Ja, dann holen wir jetzt den Schwader. Und dann schwaden wir jetzt das Feld. Damit wir da mit der Beinpresse drüber fahren können. So. Dann hier rückwärts dran. Schön nach oben und runter. So, das Vordermehrwerk auch noch runter. Ui, da müssen wir nochmal rum. So, jetzt wird es was. Es steht zwar schief drinnen, aber wir lassen es so. Okay, hier. Und die Presse brauchen wir dann auch noch. So. Dann einmal anhängen. Okay. Und hier noch rum. Lieber zu weit ausholen wie zu wenig ausholen. Dann fahren wir jetzt wieder aufs Feld. Oder besser gesagt auf die Wiese. Die anderen Wiesen haben wir ja schon gemäht. Die Wiese 4, die wo wir jetzt mähen, habe ich ganz vergessen, damit die noch uns gehört. Deswegen, wenn wir die jetzt erst später. Genau. So, dann können wir hier schon mal ausklappen.
So, schon mal ausklappen. Und senken. Und los geht's. So. Ja, die andere Wiese da, wo noch da steht. Weiß nicht, warum die noch nicht gewachsen ist. Aber ja, steht halt jetzt noch da. Können jetzt auch nichts machen, wenn die nicht gewachsen ist. So. Dann haben wir jetzt die erste Spur schon geschwadet, wenn man das so sagt. Ich glaube schon. Da ist da hinten Bach, nee. Das passt schon mal. Oh. Hat keiner gesehen. Ja. Dann fahren wir jetzt da außen rum am Zaun entlang. Da, wenn ich da noch was sehen würde unterm Baum. Ich glaube, wir sehen auch, ja. Hau den. Oder auch nicht ganz. Jetzt haut's hin. So. Dann. Beeilen wir uns gerade. So, schön das Gras zusammentun. So. Dann. Oder es sind. Bisschen Wasser ist da auf jeden Fall. Aber wir müssen jetzt das Gras zusammentun. So. Ja. Ich finde, der Schwader, der lenkt so komisch hinten mit. Den Reifen. Logischerweise mit den Reifen. Lenkt da hinten so komisch mit. Oh, oh ja. Ja, lenkt komisch mit, finde ich. Deswegen geht der auch nicht so schön zum Fahren. So. Dann haben wir jetzt die Hälfte vom Feld schon geschwadet. Die andere Hälfte machen wir jetzt auch noch. Aber dann würde ich schon fast sagen, werden wir bloß mehr fertig schwaden. Weil das dann trotzdem länger dauert, dann Ballen erpressen und einsammeln. Das hätte ich gesagt, machen wir dann im nächsten Video, also am Freitag. Und dann am Montag darauf werden wir dann aber mit Dreschen endlich anfangen. Okay, so ist dumm, wenn wir so fahren. Dann nehmen wir die von uns jetzt die linke Schwad mit. Ja, komme ich jetzt gescheit hin? Ja, halb. So.
Dann ist es jetzt da die vorletzte Spur, wo wir fahren. Da vorne müssen wir dann nochmal zweimal hin, weil da ist breiter das Feld da vorne. Ja. So. Dann einmal zurück und einmal umdrehen. So, da müssen wir noch mal kurz drüber fahren dann. So. Da kommt jetzt nicht mehr so viel Gras zusammen, weil es jetzt auch nicht mehr so viel Gras rumliegt. So, dann jetzt schnell nochmal da vorne hinfahren. Einmal umdrehen und da vorne war noch mal was das war und noch nicht zusammen war. Da vorne, dann nehmen wir jetzt die rechte Schwarz mit. So. Und die nehmen wir auch mit. So. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Morgen um 16 Uhr kommt das nächste Video. Bis dahin. Ciao.